Sie sind ein guter Mitarbeiter, aber Ihr Chef hat Sie noch nicht befördert. Wollen Sie wissen, warum? Und wollen Sie wissen, wie Sie es hinbekommen, Karriere zu machen und zur Führungskraft zu werden? Dann bleiben Sie dran. Wenn Sie mehr über Führung und Karriere wissen wollen, abonnieren Sie meinen Kanal und klicken Sie auf die Glocke hier unten. Dann werden Sie automatisch informiert, wenn ich neue Videos hochlade. Sie sind immer noch nicht Führungskraft, obwohl Sie das Zeug dazu hätten? In diesem Video zeige ich Ihnen genau, worauf Sie achten müssen, um befördert zu werden. Und welche Karrierekiller Sie unbedingt vermeiden müssen, wenn Sie Karriere machen wollen. Woher ich das weiß? Nun, ich selbst habe 350 Mitarbeiter weltweit geführt und ich habe eine Vielzahl von Mitarbeitern eingestellt und auch befördert in der Zeit. Und zwar in meinem eigenen Unternehmen, wie auch als angestellter Manager in einem Großkonzern. Hier sind die sieben wichtigsten Punkte, die Sie unbedingt beachten sollten, wenn Sie Karriere machen wollen. Und Vorsicht, das sind Karrierekiller, wenn Sie sie nicht beachten. Nummer 1. Sie werden nicht befördert, weil Sie gut sind. Sie arbeiten in Ihrer jetzigen Rolle als Fachkraft. Sie machen da einen guten Job und Sie warten. Sie warten einfach darauf, dass Sie befördert werden. Ich werde automatisch befördert, weil ich gut bin. Nein, Sie denken vielleicht, dass irgendwann doch einmal der Chef doch einfach sehen muss, dass Sie einen guten Job machen und dass Sie deswegen befördert werden sollten. Doch diese Einstellung und diese Planlosigkeit, die bringt Sie nicht weiter. Niemand befördert Sie einfach nur deshalb, weil Sie einen guten Job machen und auf Ihre Beförderung warten. Warum auch? Warum sollte Ihr Chef Sie befördern, wenn Sie einfach nur Ihren jetzigen Job gut machen? Wenn Sie den Job richtig gut machen, dann ist Ihr Chef doch froh darüber. Er ist froh darüber, dass er Sie hat. Warum sollte er Sie befördern und so dann vielleicht seinen besten Mitarbeiter verlieren? Dann hat er doch ein Problem. Und Chefs wollen keine Probleme. Chefs wollen Lösungen. Nummer 2. Sie werden nicht befördert, weil Sie fleißig sind. Vielleicht denken Sie, dass Sie sich die Beförderung ja einfach verdient haben. Sie sagen nie Nein zu Ihrem Chef, Sie unterstützen alles und jeden. Auf Sie ist richtig Verlass. Egal, ob die Präsentation für morgen noch in der Nachtschicht fertig gemacht werden muss oder ob Sie für den krank gewordenen Kollegen halt noch mit einspringen und das Wochenende unbezahlt durcharbeiten. Ihr Mantra lautet: Fleißig sein wird belohnt. Sorry, ich sag's Ihnen knallhart. Wenn Sie sich in den letzten 10 Jahren für Ihr Unternehmen aufgeopfert haben und nun glauben, deshalb würden Sie befördert, dann lügen Sie sich in die Tasche. Wieso? Sie haben in den letzten 10 Jahren ein Gehalt bezogen und damit ist Ihre Arbeit abgegolten. That's it. Diese Aufopferung befähigt Sie nicht dazu, befördert zu werden. Sie haben da kein Anrecht drauf. Es tut mir sehr leid, aber bei der Beförderung geht es um was ganz anderes. Nummer 3. Sie werden nicht befördert, weil Sie qualifiziert sind. Sie werden nicht befördert, weil Sie Ihr Abi mit 1,2 gemacht haben und Ihr Studium mit Summa cum laude abgeschlossen haben. Das interessiert nicht mehr. Das ist Schnee von gestern. Ihre Qualifikation und Ihre fachliche Expertise, die sind viel weniger entscheidend für Ihre Beförderung, als Sie vielleicht denken. Natürlich, Sie müssen einen guten Job machen. Und es schadet auch nicht, eine gute Ausbildung zu haben. Und bitte verstehen Sie mich richtig, Sie dürfen in Ihrer jetzigen Rolle als Fachkraft nicht schlecht sein. Aber Sie müssen nicht der Beste sein in Ihrem Job. Sie müssen Ihrem Chef oder demjenigen, der Sie befördern soll, zeigen, dass es eine hohe Wahrscheinlichkeit gibt, dass Sie den zukünftigen Job als Führungskraft auch wirklich meistern können. Die fachliche Expertise, die ist da nicht ausschlaggebend. Als Führungskraft haben Sie ganz andere Aufgaben und Sie brauchen auch ganz andere Fähigkeiten. Das bedeutet, Sie brauchen einen Plan, wie Sie die Entscheider davon überzeugen können, dass Sie der Richtige sind für die Rolle des Gruppenleiters, oder des Teamleiters. Die Nummer 4. Erkennen Sie die inoffiziellen Regeln an. Es gibt inoffizielle Regeln, Verhaltensweisen, die
nirgends stehen und die Ihnen offiziell auch niemand sagt, die Sie aber kennen und einhalten sollten, wenn Sie befördert werden wollen. Ich gebe Ihnen ein banales Beispiel. Wenn alle Führungskräfte in Ihrem Unternehmen einen dunklen Anzug mit Krawatte tragen, dann laufen Sie nicht leger mit T-Shirt durch die Gegend, wenn Sie Karriere machen wollen. Wenn die Chefs bereits um 7 Uhr morgens alle da sind und erst um 20 Uhr gehen, dann sollten Sie das tunlichst auch tun. Das finde ich aber jetzt nicht gut. Es tut mir leid, da müssen Sie sich anpassen. Es hat auch keinen Sinn, darüber sich aufzuregen. Wenn Sie in diesem Unternehmen Karriere machen wollen, dann müssen Sie sich so verhalten und kleiden, wie die Führungskräfte das in diesem Unternehmen nun mal tun. Wer Führungskraft werden will, sollte sich schon als Fachkraft so verhalten wie die Chefs. Schreiben Sie mir bitte in die Kommentare, was sind die typischen inoffiziellen Regeln, die Sie schon erkannt haben in Ihrem Unternehmen. Einfach hier unten in die Kommentare bei YouTube reinschreiben. Ich bin gespannt. Nummer 5. Kommen Sie aufs Radar der Entscheider. Wenn Sie befördert werden wollen, dann müssen Sie das klar und deutlich sagen. Beispielsweise im Mitarbeitergespräch. Behalten Sie Ihre Karriereziele und Ambitionen nicht für sich. Ihr Chef weiß ja sonst gar nicht, dass Sie gerne befördert würden. Vielleicht denkt er, Sie sind absolut mit Ihrem jetzigen Job zufrieden und glücklich. Wenn Sie nicht offen darüber sprechen, dass Sie eine Führungsrolle anstreben, ja, dann passiert da auch nichts. Um aufs Radar der Entscheider zu kommen, sollten Sie in Gesprächen und Meetings auch mal über Ihre Erfolge sprechen. Sie müssen sich nicht beweihräuchern und Sie müssen auch nicht damit angeben. Aber Ihr Chef und Ihre Kollegen sollten schon wissen, was Sie machen und wie erfolgreich Sie sind. Es gilt das Sprichwort, tue Gutes und sprich darüber. Die Nummer 6. Vermeiden Sie, überheblich zu wirken. Wissen Sie, ich bin fachlich versiert, intelligent. Ich habe im Ausland studiert und ich habe ein MBA. Seien wir mal ehrlich, mir macht so schnell keiner was vor. Erst kürzlich habe ich dem Kollegen Meyer im Freitagsmeeting da mal gezeigt, was für ein Stuss er da in seinem Controlling-Projekt verbockt. Also, und dann auch unser Produktionsleiter, der ist ja auch nicht die hellste Kerze auf der Torte. Also, dem habe ich hin und wieder, naja, dem gebe ich halt so ein paar Tipps. Ein paar Tipps, damit seine Produktion auch wieder richtig läuft. Aber wissen Sie, irgendwie bin ich immer noch nicht zur Führungskraft befördert worden. Ich verstehe das gar nicht. Mein Chef, der hat mich da schon mal angesprochen und meinte, ich würde schwer Kritik annehmen. Was für ein Unsinn. Seien Sie kein Besserwisser. Seien Sie nicht überheblich. Und vor allem hören Sie gut hin, wenn Sie kritisiert werden. Manchmal klafft das Selbst- und das Fremdbild weit auseinander. Es kommt nicht darauf an, ob Sie glauben, dass Sie kritikfähig sind und ob Sie glauben, keineswegs überheblich zu sein. Es kommt darauf an, wie Ihr Verhalten auf andere wirkt. Wenn Sie überheblich und kritikunfähig auf Ihren Chef und die Kollegen wirken, dann wird das auch nichts mit der Beförderung. Nummer 7. Ihr Chef muss Sie mögen. Sie können noch so gut sein. Sie können aus Ihrer Sicht einen noch so spitzen Job machen. Und Sie können auch alle Voraussetzungen für eine Führungskraft mitbringen. Wenn Sie nicht bereits als Fachkraft die Erwartungen Ihres Chefs erfüllen, dann werden Sie nicht befördert. Wenn Ihr Chef Sie für ungeeignet hält oder wenn Ihr Chef Sie persönlich nicht mag, dann haben Sie keine Chance, befördert zu werden. Es tut mir leid. Und deshalb sehen Sie zu, dass Sie die Erwartungen Ihres Chefs erfüllen. Das ist eine Grundvoraussetzung, um in Ihrem Unternehmen befördert zu werden. Vielleicht sagen Sie jetzt sowas wie, Sie kennen meinen Chef nicht. Das ist ein Trottel. Das ist ein Micromanager. Und führen kann der auch nicht. Darum geht es nicht. Wenn Sie die Erwartungen Ihres Chefs nicht erfüllen wollen oder wenn Sie sie nicht erfüllen können, dann werden Sie nicht befördert. Punkt. Die einzige Chance, die Ihnen dann noch bleibt, ist, sich bei einem anderen Unternehmen extern zu bewerben.
Sorry, ich mache nicht die Regeln. Ich sage auch nicht, dass das gerecht ist. Ich sage Ihnen nur, wie da draußen gespielt wird. So, nun wissen Sie genau, worauf Sie achten müssen, wenn Sie Karriere machen wollen und welche Karrierekiller Sie unbedingt vermeiden sollten. Die Frage ist natürlich auch, wollen Sie überhaupt Karriere machen? Sind Sie bereit dazu, Führungskraft zu werden? Wenn Sie wissen wollen, ob Sie schon bereit für die Führungsrolle sind, dann habe ich was für Sie, nämlich den Selbsttest. Bist du bereit für deine erste Führungsrolle? In nur 5 Minuten haben Sie die Antwort und bekommen hilfreiche Tipps von mir, wie Sie es schaffen, Führungskraft zu werden. Laden Sie sich jetzt kostenlos meinen Selbsttest herunter mit Checkliste und vielen Tipps. Klicken Sie hier unten und gehen Sie ganz einfach auf www.mehr-führen.de/karriere. Wenn Ihnen mein Video gefallen hat, geben Sie mir bitte ein Like und kommentieren Sie hier unten. Und zwar schreiben Sie mir doch mal auf, welche der 7 Punkte Ihnen bei Ihrem jetzigen Job am schwersten fällt. Vielleicht mache ich dann noch ein spezielles Video dazu, speziell für Sie. Vielen Dank und bis demnächst auf diesem Kanal.